Ja, moin Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Ist krass, ne? Ne? Ist krass, ne? Hm. Ja, kann man auch mal machen, finde ich. Ist eine geile Idee. So, machen so wenige bei YouTube, da habe ich gedacht, ach Chris, mach's das mal. Bei deinen 1300 Abonnenten, da kannst du es dir ruhig mal erlauben. So, Kinder, es ist 1.30 Uhr in der Nacht, was erwartet ihr? Ja? So, nimm die Brille auch mal ab. Ich brauche jetzt auch nicht mehr so geil aussehen, es ist 1.30 Uhr. Ich möchte mich, wie gesagt, bei den 1300 Abonnenten bedanken. Ganz viele haben ihr Abo natürlich zurückgezogen hier, macht überhaupt keine App-Videos mehr und ja, pipapo. Und ansonsten gibt es auf YouTube genügend Leute, die irgendwelche App-Reviews machen und sich kostenlos Unboxing-Scheiße zusenden lassen und die Japan-Kacke präsentieren und sagen, oh, ist aber toll hier, kauft euch mal, ich hab's umsonst bekommen. Hier, geht mal auf die Internetseite und so. Muss ich nicht haben, den ganzen Shit. Und man muss seine Freizeit auch für andere Dinge opfern, etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Freunde, Kollegen, Bitches, Schlampen, Ex-Freundinnen, die zu Schlampen werden. Ja? Ex-Freundinnen, die zu Schlampen werden. Da braucht man seine Zeit für. Ja? Und wir werden uns gleich ein paar Ausschnitte angucken. Von mir und von einem Topmodel. Und ich habe gedacht, da kann man ja ruhig mal ein bisschen Entertainment machen mit der jungen Dame, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Das ernüchternde Ergebnis von insgesamt einem Material von insgesamt 5 Stunden Videomaterial, davon zu verwendendes Videomaterial ist am Ende 3 Minuten. Wobei man sagen muss, es ist ein Topmodel, es ist blond, es ist blauäugig. Wir gucken uns den Shit einfach an. Kennst du? Oh, es ist ein traumhaftes Wetter. Wollen wir eine Stadtrundfahrt machen? Oh, die geilsten Schlitten hier am Start. Allein diese Stadt, oder? Lass uns mal draußen setzen. Mama, ein Foto? Sag den Leuten mal. Hallo, das ist Chris und der ist aber bescheuert und und wir hatten eine Krise. Und jetzt sind wir hier in Harburg. Und ich krieg gleich das Geilste aus der Welt. Ein geiles Wetter, oder? Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Fette Menschen muss man auch? Und hier ist eins der besten Einkaufszentren, so sagt man, im Fachjargon. Im was? Im Fachjargon? Schmeckt? Kommt da rein? Erdbeeren. Ja. Erdbeeren. Ja. Erdbeeren. Ja. Erdbeeren. Ja. Erdbeeren. Erdbeeren. Ja. Melone. Erdbeeren. Ja, und die anderen auch. Ja. Und was habe ich jetzt noch? Einen hast du da. Egal. Nimm noch Kekse. Die, nimm meinen, die schmeckt lecker. Was ist denn in den Keksen drin? Ich kann nicht sagen, egal, nimm die einfach. Er nimmt sie. Ich nehme die. Ja. Das Mann hat gesprochen. Du wolltest mir nur mein Eis vermieten, weil du das jetzt nicht machst. Hm. Echt? Nein. Zeig das Eis mal in HD. Wie schmeckt's? Achtung!